sondern schauen wir auch irgendwie im gewissen Sinne auf die Gesundheit. Das ist nämlich eben auch ein Thema bei der Aktion Kids an die Knolle. Da sollen sie nämlich etwas lernen über gesunde Ernährung. Heute war zumindest der Startschuss an der Heinz-Sielmann-Grundschule in Neustadt an der Weinstraße. Da haben die Kinder also schon mal angefangen, die Knollen in die Erde zu buddeln. Sie lernen dabei im interaktiven Schulgarten, eben aber auch im Klassenzimmer, alles über die pfälzische Grumbeere, wie und wo die Lebensmittel entstehen und dass man sie entsprechend auch regelmäßig sich pflegen muss. Erst dann kann man daraus irgendwann leckere Kochrezepte nachkochen. Prominente Unterstützung bekamen die Kinder dabei von der rheinland-pfälzischen Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmidt, mit der Rundreporterin Alicia Beisel gesprochen hat. Ein wichtiges Thema, was ja durch das Projekt auch angesprochen wird, ist gesunde und ausgewogene Ernährung. Was tun Sie denn dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz sich gesund ernähren? Zunächst mal werben wir immer wieder für die Wertschätzung und das Bewusstsein für regionale Erzeugnisse aus der Landwirtschaft, aus dem Gartenbau, dass wir ganz, ganz wunderbare Produkte hier in Rheinland-Pfalz erzeugen und die man auch mit kurzen Transportwegen dann eben auch genießen kann. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Bewusstseinsschärfung für die regionale Wertschöpfung. Das ist das A und O. Und wir haben wunderbare Landwirte, wir haben wunderbare Winzer und die wirklich tagtäglich hervorragende landwirtschaftliche Erzeugnisse produzieren. Und mit dem Projekt heute hier ist es auch einfach noch mal schön, auch den Kindern zu zeigen, was braucht es, angefangen von der Einpflanzung über dann das Pflegen, das Düngen, das Gießen bis hin zur Ernte. Die Landwirtschaft hat es ja trotzdem nicht leicht, wir sind mehr denn je darauf angewiesen, auch im Hinblick der Ukraine-Krise. Wie sieht denn die Versorgung in Rheinland-Pfalz aus? Müssen wir uns Sorgen machen? Die Versorgung in Rheinland-Pfalz ist derzeit sichergestellt, aber wir müssen sehr ernst einen Blick auf die Versorgung der Weltbevölkerung werfen. Denn die Ukraine und Russland als Kornkammer Europas und der Welt fallen aus. Und wir brauchen diese Getreide für die Ernährungssicherstellung der Weltbevölkerung. Und deswegen sind wir hier in einem sehr engen Austausch auch mit dem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Und ich habe letzte Woche anlässlich der Agrarministerkonferenz auch dafür geworben und auch appelliert, dass wir wirklich alle Flächen auch nutzen müssen, um die Getreideproduktion hochzufahren. Neben Produktionsproblemen und vielleicht auch teilweise Ressourcenmangel gibt es ja auch Nachwuchssorgen in der Landwirtschaft. Was tun Sie denn, dass die Kinder nicht nur heute Krummbeeren pflanzen, sondern vielleicht noch in 30 Jahren und sich nicht für andere Berufe entscheiden? Damit junge Menschen sich für den Weg in die Landwirtschaft entscheiden, braucht es eine Planungssicherheit und es braucht auch eine Sicherheit, dass man die Familie davon ernähren kann. Und deswegen sagen wir immer, unsere landwirtschaftlichen Betriebe müssen wettbewerbsfähig sein können. Und dafür arbeiten wir Tag für Tag mit guter Politik, um eben sichere Rahmenbedingungen, Planungssicherheit, aber eben auch auskömmliche Preise, damit auch all die Prozesse, die derzeit stattfinden, ganz, ganz viel Investitionen auch in technologische Errungenschaft auch stattfinden können. Frau Ministerin, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.